Ich habe eine Allegorie der Unzulänglichkeit als auferstehender Phönix. Bildnerisch sehr originell. Man muss sich zum Beispiel denken, es sei eben eine Revolution gewesen. Man habe die Unzulänglichkeiten verbrannt und nun steige sie verjüngt aus der eigenen Asche empor. Muss man diesen Zusammenbruch aber unbedingt anders nennen? Implosion? Umsturz? Oder sollte man sich lieber einen korrekteren Neologismus zurechtlegen? Involution. Dieses Wort würde sowohl einen Umbruch als auch eine Revolution anklingen lassen. Denn weder das eine noch das andere wäre wirklich stimmig. Und aus Involution könnte man außerdem Umwälzung, Evolution und vielleicht noch einiges mehr heraushören. Übergänge in dynamischen Systemen heißen in der Mathematik katastrophisch, in Marxens Gesellschaftsgebäuden revolutionär. Beteiligt euch nicht am Ausverkauf unseres Landes. Nehmt keine Schwarzarbeit auf. Verkauft keine Kunstwerke und subventionierte Waren. Tauscht keine DDR-Mark zum offiziellen Schwindelkurs. Wir haben die Ausbauwohnung im Haus Europas. Allgemein kann man sagen, dass Revolutionen nicht möglich sind, wo die Autorität des bestehenden Staatswesens auch nur einigermaßen intakt ist. Was unter modernen Verhältnissen heißt, dass Polizei und Armee zuverlässig sind. Es ist ein Zeichen echter Revolutionen, dass sie in ihren Anfangsstadien relativ leicht und verhältnismäßig blutlos verlaufen, dass ihnen die Macht gleichsam in den Schoß fällt. Und der Grund hierfür liegt darin, dass sie überhaupt nur möglich sind, wo die Macht auf der Straße liegt und die Autorität des bestehenden Regimes hoffnungslos diskreditiert ist. Revolutionen sind die Folge des politischen Niedergangs eines Staatswesens. Sie sind niemals dessen Ursache. Never allow despair to have the last word. But I've had that kind of luck. That's a love supreme right there. That's what Coltrane was playing right there. You either have the kind of non-violent revolution that takes the form of the dramatic sharing of wealth, power, resources, and dignity, or you end up with a white backlash that is so vicious that it cannot but lead toward authoritarian regime. You say you want a revolution. Well, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan.
You ask me for a contribution. Well, you know, we're all doing what we can. Nein, 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 nein. The revolution number nine.